ich habe viel Glück beim Einkaufen. Aber ehrlich gesagt kommt es mir nicht immer nur auf Marken an. Weil es gibt auch Dinge, die überhaupt kein Name hintersteht. Ja, es steht immer ein Name hinter, aber eben No Name sozusagen. Und das dann meistens auch ganz hübsch. Mode ist, ich sage mal, im Auge des Betrachters zu sehen. Was ist schon, meine Mode ist, ich denke mal, Geschmackssache. Sehr richtig, wie Kunst, oder? Ja. Ja. Hast du irgendwelche Stärken oder Schwächen beim Shoppen? Wirst du schnell schwach und dann hast du wie beim schwedischen Möbelhaus auf einmal den Korb so voll, statt nur dein rotes Kleid zu kaufen? Oder bist du planlos, hast erstmal keinen Plan? Ja, ich hab ein kleines Problemchen. Ich kaufe oft sehr viel und stelle dann zu Hause fest, oje, es gefällt mir gar nicht. Dann habe ich aber den Bon auch nicht mehr. Und irgendwie tragen sehr viele Leute in Baden-Baden meine Sachen, weil ich bin irgendwie so veranlagt, ich verschenke die Sachen dann. Und dann sehe ich in der Stadt immer, oh, die hat meine Handtasche. Das freut mich dann umso mehr, dass es eben nicht umsonst war. Ja, das freut mich dann immer. Also, es ist schon lustig. Obwohl es den Leuten oft gar nicht passt. Ich habe eine Frau gesehen mit meiner Bluse und die hatte mehr als ich. Und ich sage, oh je, die Knöpfe. Naja, aber sie trägt es. Und das finde ich schön. Alles klar. Du hast jetzt ein bisschen angesprochen, was dein kleines Problem ist. Hast du einen bestimmten Stil, den du verfolgst, oder sagst du, ach, das, was mir gefällt, passt mir, oder wie sieht das aus? Ich verreise ja sehr viel. Und es kann schon mal sein, dass ich Lust habe auf Gewänder, ja? Die kann ich ja nicht in Deutschland tragen, oder könnte ich schon, aber gut. Das heißt, ich trage eine Sari und am nächsten Tag trage ich zum Beispiel ein schwarzes Gewand. Und wenn ich wieder hierher komme, kann ich auch mal mit Jeans rausgehen. Ja, es passt dann. Irgendwie mache ich es passend. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Mit Accessoires ringsherum oder Tücher oder was auch immer. Es geht bei mir ganz schnell. Ich bin da ziemlich unkompliziert. Ist Baden-Baden eine gute Shoppingstadt? Kann man da gut einkaufen, wenn du jetzt Weltenbummlerin bist und andere Städte? Ja, also in Baden-Baden, es gilt ja als eine der elegantesten Städte in, sagt man. Also dass da viele elegante Damen rumlaufen, was sich auch schon geändert hat. Es war vor vielen Jahren mal Mode, immer nur Hüte zu tragen. Jetzt nicht mehr, aber auch wenn das nicht so ist, trage ich auch manchmal Hüte. Aber Baden gilt schon als ziemliche Modestadt. Okay, gut. Das ist mal lustig, du erzählst immer so viel, dass jemand denkt, du erzählst gleich noch was, aber dann bist du schon fertig. Ja. Mensch. Ich mache es immer so. Pausenstopp. Und dann ist Ende. Ja. Quatschus interruptus sozusagen. Ja, ich muss wissen, was du mich fragst, aber das sagt er mir ja nicht vorher.